Im Bildungsfunk auf NDR4 hören Sie heute die erste von zwei Sendungen über einen Denker, der die Philosophie unseres Jahrhunderts tiefgreifend beeinflusst hat, Ludwig Wittgenstein. Teil 1. Ein Ingenieur bringt Klarheit in die Philosophie. Aber warum denn? Warum? Wissen Sie noch, was Ihre Eltern Ihnen antworteten, als Sie sie fragten? Oder was der Pastor antwortete, als Sie im Konfirmandenunterricht fragten, warum Gott oder das andere sich nicht einfach mal zeigt, damit die Sache klar ist? Nur Geschwefel. Alles Geschwefel. Warum soll ich immer machen, was ihr wollt? Warum soll man nicht Selbstmord machen? Und? Geschwefel. Wie ist es denn nun wirklich? Das fragt sich auch der 27-jährige, noch unbekannte Ingenieur im Schützengraben. Es ist Anfang 1917, Stellungskrieg in der Bukowina. Kurz vor Ausbruch dieses Weltkrieges hat er noch an seinen Cambridger Lehrer Lord Bertrand Russell, den Verfasser des Standardwerks Principia Mathematica, geschrieben: Und ich hoffe immer noch, es werde endlich einmal ein endgültiger Ausbruch erfolgen und ich kann ein anderer Mensch werden. Vielleicht glaubst du, dass es Zeitverschwendung ist, über mich selbst zu denken, aber wie kann ich Logiker sein, wenn ich noch nicht Mensch bin? Vor allem muss ich mit mir selbst ins Reine kommen. Er hebt langsam seinen blonden Schopf, große, ernste Augen, ein schmales Asketengesicht, Adlernase, große Nasenlöcher, ein kräftiges Kinn. Die Lippen hält er, wie meistens, etwas zu fest geschlossen. Er denkt nach. Oder träumt er etwa von seinem geliebten Freund David Pinsent? Satz 1. Die Welt ist alles, was der Fall ist. Satz 2. Was der Fall ist, die Tatsache, ist das Bestehen von Sachverhalten. Der Sachverhalt ist eine Verbindung von Gegenständen oder Dingen. Satz 1.1. Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge. Der Schreiber hat sich vorgebeugt. Er beugt sich über ein Tagebuch. Auf der rechten Seite stehen Sätze und mathematische Formeln zu dem heute berühmten Traktat. Die linke Seite enthält anderes. Es ist Geheimschrift. Sie wird an die 70 Jahre verborgen bleiben. Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt. Satz 3. Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. Die Tatsachen im logischen Raum sind die Welt. Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke. Ja. Jeder Satz des Traktatus ist nummeriert. 1, 1.1, 1.11, 2, 7 Seiten weiter, dann der dritte und so weiter bis zum siebten berühmt gewordenen letzten Satz. 3.1. Im Satz drückt sich der Gedanke sinnlich wahrnehmbar aus. Der gesprochene oder geschriebene Satz, ich nenne ihn das Satzzeichen, ist eine Tatsache. Eben konnten wir verfolgen, wie der Ingenieur seinen Ausgang bei der Welt der äußeren Sachverhalte nahm und über die Gedanken, die er als deren logisches Spiegelbild auffasste, bei der Sprache bzw. Sätzen oder Satzzeichen, wie er sie nennt, landete. Diese werden nun zum Gegenstand seiner Philosophie. Und genau das bedeutet eine Verschiebung der Aufmerksamkeit, die in ihren Konsequenzen heute ähnlich bedeutsam erscheint wie im 18. Jahrhundert Immanuel Kants Erkenntnis, dass uns die Dinge an sich ewig fremd bleiben werden, da wir sie uns nur in den Formen unseres menschlichen Verstandes vorstellen können. Kant lenkte die Aufmerksamkeit auf den Verstand, auf das Denken und seine Regeln. Die Sprache erschien dabei lediglich als ein Werkzeug, mit dem wir unsere Gedanken übermittelten. Mit Ludwig Wittgensteins Tractatus Logico Philosophicus, der ursprünglich einfach der Satz heißen sollte,
rückt nun das vermeintlich bloße Werkzeug in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit. Woher hat schließlich unser Verstand seine Form und daher seine Grenzen? Wenn wir einen Gedanken klar fassen wollen, müssen wir ihn in eine Form bringen, wir müssen ihn formulieren. Dafür brauchen wir die Sprache. Darum spricht Wittgenstein nicht mehr von den Grenzen unseres Verstandes, sondern sagt in Satz 5, 6... Die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wie heißt denn nun dieser berühmte siebte und letzte Satz? Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man... Die Gefahr lässt ihn merkwürdig kalt. Ob das mit dem mystischen Erlebnis zusammenhängt, das ihn 1910 im Theater überkommen haben soll, als der bäuerliche Querdenker auf den Brettern begriff, du kehrst zu dem Eulen und des Eus kehrt zu dir. Andererseits hat Ludwig einmal gesagt, er habe sich freiwillig zum Militär gemeldet, weil er den Tod suchte. Auch in den Briefen, die er seinem Freund Engelmann schreibt, taucht das Selbstmordthema auf. Es ist nicht das erste Mal. Mein Leben war bisher eine große Schweinerei. Aber soll es immer so weitergehen? Er wurde 1889, im selben Jahr wie Heidegger und Hitler, geboren. Das jüngste von 8 Kindern. Sein ältester Bruder brachte sich 1902 in Havanna um, Bruder Rudolf 1904 in Berlin. Beide schwul. Das Elternhaus soll sehr weltoffen gewesen sein. Ludwigs Vater hatte es zum Direktor der österreichischen Eisen- und Stahlindustrie gebracht. Die Wittgensteins waren in Österreich das, was die Krupps in Deutschland waren. Künstler und Denker gingen im Hause Wittgenstein ein und aus. Gustav Klimt, Eduard Hanslick, Johannes Brahms, Gustav Mahler, Pablo Casals. Der Knabe Ludwig pfiff gerne Melodien, lernte aber erst als 30-Jähriger ein Instrument zu blasen. Er fiel als einziger der Söhne durch seine vom Vater so sehr gewünschten technischen Interessen auf. 4-0-0-3-1. Alle Philosophie ist Sprachkritik. Er war schon ein sonderbarer Vogel. Als er mit 14 vom Privatunterricht auf die Oberrealschule kam, ließ er sich von seinen Mitschülern siezen. Nach einem mäßigen Abitur studierte er dann 2 Jahre an der Technischen Hochschule Berlin Maschinenbau und ging, im Sommer 1908 war das, nach England. Ein Forschungsprogramm in der Grafschaft Derbyshire. Dort freundete er sich mit dem Neffen des Cambridgeer Philosophen George Edward Moore an, konstruierte Motoren und Ballons und ließ sich Erfindungen patentieren. Es gibt ein Foto von ihm mit einem riesigen weißen Flugdrachen. Das Gerät hätte einen Feininger oder Kandinsky bestimmt zu schönen Geometrien und Abstraktionen angeregt. Naja, wie Hermine, seine Schwester, sagt, zu dieser Zeit ergriff ihn plötzlich die Philosophie so stark und so völlig gegen seinen Willen, dass er sich wie zerspalten vorkam. Es war eine von den Wandlungen, deren er noch mehrere in seinem Leben durchmachen sollte. Er ging nach Cambridge, wo neben George Edward Moore der Star der neuen Logik lehrte, Lord Bertrand Russell. Der bestimmte die neue Richtung. Was gilt, sind wissenschaftlich-empirische Daten und deren logische Analyse. Wittgenstein will nichts Geringeres als die Probleme der Philosophie ein für allemal lösen. Er selbst sagt im Vorwort zum Traktatus, das Buch behandelt die philosophischen Probleme und zeigt, wie ich glaube, dass die Fragestellung dieser Probleme auf dem Missverständnis der Logik unserer Sprache beruht. Man könnte den ganzen Sinn des Buches etwa in die Worte fassen, was sich überhaupt sagen lässt sich klar sagen, und wovon man nicht reden kann, darüber muss man schweigen. Das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir beide Seiten dieser Grenze denken können. Das können wir aber nicht, denn wir bewegen uns in unserer Sprache wie auf einer Insel, umgeben von einem Meer des Unbenennbaren. Die Grenze wird also nur in der Sprache gezogen werden können, und was jenseits der Grenze liegt, wird einfach Unsinn sein.
Wie weit meine Bestrebungen mit denen anderer Philosophen zusammenfallen, will ich nicht beurteilen. Nur das will ich erwähnen, dass ich den großartigen Werken Freges und den Arbeiten meines Freundes Herrn Bertrand Russell einen großen Teil der Anregung zu meinen Gedanken schulde. Wenn diese Arbeit einen Wert hat, so besteht er an zweierlei. Erstens darin, dass in ihr Gedanken abgedruckt sind, hier bin ich mir bewusst, weit hinter dem Möglichen zurückgeblieben zu sein, mögen andere kommen und es besser machen. Dagegen scheint mir die Wahrheit der hier mitgeteilten Gedanken unantastbar und definitiv. Ich bin also der Meinung, die Probleme im Wesentlichen gelöst zu haben. Um diese unantastbare Wahrheit verstehen zu können, muss man wissen, was Wittgenstein unter einem Gedanken versteht. In Satz 3 des Traktatus sagt er, das logische Bild der Tatsache ist der Gedanke. Dieses Bild dürfen wir uns nicht als Foto oder Zeichnung vorstellen, ja überhaupt nicht als sichtbares Bild. Es zeigt sich vielmehr als ein logisches System von Relationen zwischen Gegenständen. Ich will das an einem einfachen Satz erläutern. Die Mutter ist größer als das Kind. Das logische Bild davon zeigt zwei Gegenstände, A und B, Frau und Kind, und eine Relation größer als. Im Traktatus steht dann A, R für Relation, B. Der besondere Witz bei dieser Überlegung ist nun, dass das logische Bild für den Satz »Die Mutter ist größer als das Kind« identisch ist mit dem logischen Bild der entsprechenden Tatsache in der Welt. Wir können demnach etwas über die Welt erfahren, wie sie wirklich ist, indem wir die Sprache untersuchen. Aber nicht alle ihre Sätze sind dafür geeignet. Die ungeeigneten nennt Wittgenstein unsinnig oder sinnlos. 4023. Die Wirklichkeit muss durch den Satz auf Ja oder Nein fixiert sein. Dazu muss sie durch ihn vollständig beschrieben werden. Vollständig soll ein Satz dann sein, wenn er wohlgeformt ist und jeder Name im Satz einen konkreten Gegenstand abbildet. Die Mutter ist größer als das Dings, wäre also sinnlos, weil der Name Dings keinen konkreten Gegenstand abbildet. Man könnte nicht entscheiden, ob der Satz wahr oder falsch ist. Ebenso würde die entsprechende Frage sinnlos sein, ist die Mutter größer als das Dings? Bei dem Satz ist das ja klar. Aber wie ist das bei schwierigen, zum Beispiel ganz langen Sätzen? Die ganz langen oder komplexen Sätze zerlegst du so lange in kürzere Sätze, bis es nicht mehr geht. Und dann prüfst du jeden Einzelnen, ob er Sinn hat oder nicht. Die sinnvollen Sätze heißen dann Elementarsätze. So ein Elementarsatz kann immer noch wahr oder falsch sein, aber nicht sinnlos. Der Satz, die Mutter ist größer als das Kind, kann falsch sein, weil das Kind größer ist. Aber er bleibt sinnvoll, weil er möglich ist. Am Beispiel der formalen Begriffe Ding oder Gegenstand erläutert der Traktatus einen sinnlosen Scheinsatz. Demnach macht es Sinn, zum Beispiel zu sagen, zwei Dinge braucht der Mann. Und sie dann zu nennen. Denn der Begriff Ding oder Dinge ist hier sinnvoll, weil er auf zwei konkrete Dinge hinweist, die dann auch genannt werden. Rasierschaum oder ein Auto zum Beispiel. Aber der Satz, es gibt Dinge, ist so sinnlos wie, es gibt ein Ding an sich. Beide Sätze lassen sich nicht weiter zerlegen und bilden trotzdem nichts ab. Freilich zeigt sich die Tatsache, dass es Dinge oder Gegenstände gibt in jedem beliebigen Satz. Aber sinnvoll sagen lässt sie sich nicht. 4.11. Die Gesamtheit der wahren Sätze ist die Gesamtheit der Naturwissenschaft. Die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten. Also kriege ich keine Antwort auf meine Fragen? Wenn du den Traktat verstanden hast, wirst du viele Fragen nicht mehr stellen, weil du sie als so unsinnig erkennst wie die Frage, ist Mutter größer als Dings? 6.5. Zu einer Antwort, die man nicht aussprechen kann, kann man auch die Frage nicht aussprechen. Das Rätsel gibt es nicht. Ludwig träumte mehrmals denselben Traum. Es war Nacht. Ich stand vor einem Haus mit hell erleuchteten Fenstern. Ich trat an eins der Fenster, um hineinzuschauen. Dort auf dem Boden lag ein Gebetsteppich von erlesenster Schönheit, den ich sogleich genauer betrachten wollte.
Ich versuchte, die Vordertür zu öffnen, aber eine Schlange schoss hervor und ließ mich nicht eintreten. Ich versuchte es mit einer anderen Tür, aber auch da kam eine Schlange heraus und versperrte mir den Eingang. Schlangen zeigten sich auch an den Fenstern und machten alle meine Anstrengungen zunichte, zum Gebetsteppich vorzudringen. Die Mitte eines solchen Teppichs füllt ein Muster, das einem erigierten Penis gleicht. Aber sie wird von starken, schönen Grenzlinien eingeschlossen. Der Gebetsteppich, meinte er selbst, stand symbolisch für das Ziel einer jahrelangen erfolglosen Suche, die er den größten Teil seines Lebens fortsetzen sollte. Das Ziel einer Integration seiner Libido, einer Sublimierung seines Sexualtriebs. Er litt unter wiederkehrenden Schüben überbordender Promiskuität, die ihn anfallartig in die Praterwiesen von Wien oder die entsprechenden Orte von London oder Manchester hetzte, in Hamburg wär's der Stadtpark. Wie tausende seiner Zeitgenossen war er der Überzeugung, die hohe Schaffenskraft, nach der er sich sehnte, nur durch sexuelle Enthaltsamkeit erlangen zu können. Ganz so, wie es der von ihm verehrte Otto Weininger in dem frauenfeindlichen Werk »Geschlecht und Charakter« zwischen 1903 und 1923 25 Mal aufgelegt und in 8 Sprachen übersetzt, verfocht. Freud und Gandhi sollen daher ihre sexuelle Aktivität eingestellt haben. Weininger hat schließlich Selbstmord begangen. Wittgenstein leistete sich seine überflüssigen Episoden. Wittgensteins Stellung in der Philosophie ist in doppelter Hinsicht merkwürdig. Einmal, weil er 2 verschiedene Philosophien entwickelt hat, von denen die zweite nicht als Fortsetzung der ersten aufgefasst werden kann, und zum anderen, weil sein Weg zur Philosophie mehr auf einem Zufall beruht. Seine Personalunion von metaphysischem Grübler und technischem Experten hat ihm einerseits einen ganz eigenen Zugang zur Philosophie ermöglicht, andererseits aber das richtige Verstehen seiner Philosophie, gerade für akademische Philosophen, sehr erschwert. Denn sowohl sein Denken als auch seine Terminologie bewegen sich außerhalb der philosophischen Tradition, insbesondere außerhalb der deutschen Tradition. Der Traktatus findet Sympathie bei Computerlinguisten und beeinflusste besonders Russell und die Philosophen des positivistischen Wiener Kreises, die Wittgensteins Schrift jedoch zum Teil einseitig und falsch auslegten. Heute versteht man den Traktatus meistens so, dass er nicht beschreibt, wie unsere Alltagssprache tatsächlich funktioniert, sondern dass er die Idee einer wissenschaftlich exakten, rein deskriptiven Idealsprache entfaltet. Mit diesem Ansatz wurde Wittgenstein zum Begründer der analytischen Philosophie, die vor die Frage nach der Wahrheit oder Falschheit einer Aussage die Frage stellt, ob die jeweilige Aussage überhaupt sinnvoll ist. Zwei Monate vor Kriegsende schloss Ludwig seinen Traktat während eines Fronturlaubes ab. 652. Wir fühlen, dass, selbst wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Vielleicht bleibt dann eben keine Frage mehr. Und eben dies ist die Antwort. Die Lösung des Problems des Lebens merkt man am Verschwinden des Problems. Ist nicht dies der Grund, warum Menschen, denen der Sinn des Lebens nach langen Zweifeln klar wurde, warum diese da nicht sagen konnten, worin dieser Sinn bestand? 6522. Es gibt allerdings Unaussprechliches. Dies zeigt sich. Es ist das Mystische. 653. Die richtige Methode der Philosophie wäre eigentlich die, nichts zu sagen, als was sich sagen lässt, also Sätze der Naturwissenschaft, also etwas, was mit Philosophie nichts zu tun hat. Und dann immer, wenn ein anderer etwas Metaphysisches sagen wollte, ihm nachzuweisen, dass er gewissen Zeichen in seinen Sätzen keine Bedeutung gegeben hat. Diese Methode wäre für den anderen unbefriedigend. Er hätte nicht das Gefühl, dass wir ihn Philosophie lehrten, aber sie wäre die einzig streng richtige. 654. Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihnen, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Er muss diese Sätze überwinden. Dann sieht er die Welt richtig. 7.
wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Am 3. November 1918 wird er in Italien gefangen genommen. Er sitzt auf einer Geschützlafette und pfeift den zweiten Satz von Beethovens 7. Sinfonie. In der Gefangenschaft befreundet er sich mit dem Mittelschullehrer Ludwig Hensel. Sie sprechen über den Lehrerberuf und streiten über Kommas im Traktat. Nach 9 Monaten kehrt er aus der Kriegsgefangenschaft nach Hause zurück. Sein Geliebter David Pinsent ist mit dem Flugzeug abgestürzt. Der dritte Bruder, Kurt, hat Selbstmord begangen, als ihm sein ungarisches Regiment desertierte. Bruder Paul, Pianist, hat einen Arm verloren. Allein der todessehnsüchtige Ludwig blieb unversehrt. Und die Güter der Familie? Vater Karl hatte sie vor seinem Tod 1913 in amerikanischen Aktien angelegt. Der Traktatus wird abgelehnt. Er wandert von Verleger zu Verleger. Ludwig beginnt, an der Bedeutung seines Werkes zu zweifeln. Er weist sein Millionenerbe zurück und wird Volksschullehrer in einem Bergkaff. Seiner verständnislosen Schwester antwortet er: Du erinnerst mich an einen Menschen, der aus dem geschlossenen Fenster schaut und sich die sonderbaren Bewegungen eines Passanten nicht erklären kann. Er weiß nicht, welcher Sturm draußen wütet und dass der Passant sich nur mit Mühe auf den Beinen hält. Der Traktat erschien 1922 und fand erst allmählich Beachtung, ehe er berühmt wurde. Die Annahme, dass die Logik für jede Frage genau eine Antwort hätte, wurde 1931 von dem Mathematiker Gödel widerlegt. Es gibt also Rätsel. Aber Wittgenstein selbst wird Jahre später wieder auftauchen und mehrere Pfeiler seines Traktatus Logico Philosophicus einreißen. Die einen meinen heute, er baute den Traktat damit aus, die anderen meinen, er errichtete ein ganz neues Gebäude. Ich möchte so viel andeuten. Der gleichsam vorkantianische Logikfaden, über den die Sprache und damit unser klares Denken direkt an der Wirklichkeit hing, reißt und was übrig bleibt, ist allein die Sprache. Mit Sprachspielen wird Wittgenstein in dem Buch Philosophische Untersuchungen von 1949 zeigen, wie uns die Sprache zu falschen Vorstellungen von der Welt verleitet, wie sie uns sozusagen verhext. Sie hörten eine Sendung von Christopher Wallbaum. Ludwig Wittgenstein, ein Ingenieur, bringt Klarheit in die Philosophie. Es sprachen Karl Friedrich Gerster, Wolfgang Kaven, Raimund Lang und Jona Müß. Technik, Uli Pockensee und Heidi Schneider. Die Regie hatte Monika Eckhoff, die Redaktion Wolfgang Müller. Unsere zweite Sendung über Ludwig Wittgenstein können Sie in der kommenden Woche zur gleichen Zeit hören.